In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine Beanie-Mütze aus Jersey an der Overlock-Maschine nähen könnt. Hallo aus dem Makerist Nähcafé. Ich habe heute für euch ein neues Tutorial am Start, und zwar für eine Beanie-Mütze aus Jersey. Dieser Schnitt ist von J&J Fadentanz, heißt Juju Mützen Set, und wir werden diese ganz einfache Beanie-Mütze für Erwachsene nähen. Die ist jetzt hier zweilagig. Ihr könnt natürlich auch einlagig oder zweifarbig arbeiten. Das Ganze machen wir an der Overlock. Das geht super easy, super schnell. Und alles, was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt und ist natürlich unten nochmal verlinkt. Für eure Beanie-Mütze braucht ihr einen Jersey-Stoff. Ich habe hier einen Baumwoll-Jersey Small Triangles genommen. Der ist super süß. Dann braucht ihr den Papierschnitt. Bei uns ist es Größe 56. Den schneidet ihr euch einmal aus. Und dann schneidet ihr am besten mit dem Rollschneider oder der Schere einmal das Schnittteil aus. Und zum Festmachen könnt ihr Stoffclips oder Stecknadeln benutzen. In diesem Schnitt von J&J Fadentanz ist die Nahtzugabe nicht enthalten. Die Info schreibe ich mir einfach immer noch mal mit auf, dann weiß ich es für später. Hier seht ihr unser Schnittteil. Wir haben unten die Bruchkante, oben die vier Bögen. Jetzt zeige ich euch, wie wir es zusammenstecken. Das passiert nämlich nicht in dieser Form, sondern einmal aufgeklappt. Und so rum wieder zusammengeklappt zwischen zwei Höckern. Einmal hochheben, dann klappt das noch ein bisschen besser. Ihr legt jetzt alles sehr sauber und gerade aufeinander. Der Stoff rollt sich sehr stark. Das können wir hier nicht ändern. Ich habe versucht, den zu bügeln, aber der lässt sich nicht platt machen. Wenn euch das sehr stört, dann schlage ich vor, ein bisschen Sprühstärke zu benutzen. Mich stört es jetzt nicht sehr. Ich werde es einfach eng zusammenstecken und ihr seht, dass sich das wunderbar nähen lässt. Wir haben hier jetzt dieses Teil so liegen und beginnen mit dem Feststecken hier oben, wirklich in der Mitte des Höckers, und stecken fest von hier bis zum Beginn der Bruchkante. Diese kleine Strecke. Dann geht es auf der anderen Seite weiter. Hier vom Beginn der Bruchkante wieder bis zur Mitte des Höckers. Dieses hier bleibt erstmal offen, dieses kleine Tal. Und dann geht es hier auf dieser Seite weiter. Und ihr steckt hier einmal die komplette Runde bis oben wieder zur Mitte fest. Hier ungefähr lasst ihr eine Wendeöffnung, aber das zeige ich euch gleich nochmal. So, jetzt seht ihr es nochmal in seiner ganzen Fülle und wir können nähen. Hier oben ist die Bruchkante, die braucht man natürlich nicht abstecken, die ist schon zu. Wir beginnen hier zu nähen, diesen Halbkreis, dieses Stück bleibt offen. Dann geht es hier einmal rum bis zur Wendeöffnung, die ist hier. Dann geht es hier weiter bis zu dieser Mitte, das bleibt wieder offen. Und da drüben nochmal ein kleiner Halbkreis bis zum Bruch. Los geht's! Ich nähe jetzt diesen ersten Höcker, lasse dieses Tal dazwischen frei und werde dann auf der anderen Seite an der höchsten Stelle wieder ansetzen und weiternähen. Die Wendeöffnung hier lasse ich natürlich frei und dann nähe ich bis zum Ende genauso weiter wie eben schon. Die ersten Nähte sind genäht. Jetzt müssen wir nochmal falten, feststecken und dann wird weiter genäht. Ihr nehmt hier die kleinen Ecken in diesen Tälern, sage ich mal, einfach hoch. So. Das gerade wieder hinlegen und jetzt legt ihr diese beiden Nähte, die Runden, die ihr eben genäht habt, aufeinander. Das kann direkt festgesteckt werden. Bei der Overlocknaht ist immer wichtig, dass ihr die beiden Nähte in die entgegengesetzten Richtungen legt, dass es da nicht zu wulstig wird. Hier wird direkt einmal festgesteckt. Das macht ihr mit der anderen Seite genauso und müsst jetzt nur noch hier diese Strecken, diese Rundungen jeweils aufeinander stecken und dann nähen. Das mache ich jetzt. Und die andere Seite näht ihr genauso. Die letzte Naht ist genäht, an der Overlock jedenfalls. Und jetzt kann das gute Stück gewendet werden, weil so sieht es noch ein bisschen aus wie ein Beutel. Hier ist die Wendeöffnung. Da zieht ihr einfach einmal alles durch.
Die Wendeöffnung muss jetzt geschlossen werden, damit das möglichst unsichtbar passiert und die von außen eben nicht zu sehen ist, machen wir das mit der Hand und zwar mit einem Leiterstich. Ich habe mir jetzt hier ein Garn besorgt, was ungefähr die Farbe des Stoffes hat. Das ist ein graues Garn. Davon nehme ich ein Stückchen und zeige euch den Leiterstich. Der geht ganz einfach. Ihr fixiert erstmal das Garn mit ein, zwei Stichen oben an der Wendeöffnung. Und dann arbeitet ihr euch immer von rechts und links nach unten weiter. Also ihr nehmt quasi ein Stückchen rechts auf, geht dann auf die linke Seite, stecht da ein. Und wenn ihr erstmal so ein paar Stiche gemacht habt, seht ihr, dass wirklich das Garn aussieht wie so eine kleine Leiter, die sich da die Wendeöffnung herunterschlängelt. Und davon macht ihr immer so 4-5 Stiche und dann zieht ihr einfach einmal am Garn und seht schön, wie sich diese ganze Naht zusammenzieht und dann unsichtbar wird. Und so schließt ihr jetzt die gesamte Wendeöffnung. Die Wendeöffnung ist geschlossen, jetzt müsst ihr nur noch dieses hübsche Säckchen hier in die Mützenform bringen. Dafür greift ihr einmal hier mittig nach einer Lage Stoff und schiebt die Hälfte, die die Wendeöffnung enthält, in die andere Hälfte hinein. So, und das Ganze muss man ausformen und dann fällt es fast von alleine schon in eine ganz zauberhafte Mützenform. Die Mütze ist fertig, ihr könnt sie natürlich direkt anziehen oder aber hier unten noch eine kleine Saumnaht setzen. Wichtig ist hier nur, dass es eine elastische Naht ist, weil wenn ihr den Beanie dann aufsetzt, ihr natürlich hier so ein bisschen Zug drauf habt. Die Variante mit einem Stoff ist klassisch und schön, es gibt auch noch die Möglichkeit, zwei verschiedene Stoffe zu nutzen. Das haben wir hier gemacht. Der Oberstoff ist eben der blaue hier mit den Kranichen und unten haben wir einen korallfarbenen. Da ist wichtig, dass ihr die Wendeöffnung sehr sauber arbeitet, wenn ihr sie schließt, weil ihr dann wirklich beide Seiten nutzen könnt. Ja, und das sind unsere Beanie-Mützchen. So schnell und einfach habt ihr eure eigene Beanie-Mütze genäht. Jetzt müsst ihr sie nur noch draußen ausführen und ich hoffe, dass das Wetter passt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Like und wenn ihr Fragen habt, dann gerne alles unten in die Kommentarsection. Ansonsten lege ich euch ans Herz, den Kanal zu abonnieren und gerne auch mal auf makerist.de vorbeizuschauen und dort vielleicht den Newsletter mitzunehmen. Da gibt es diese und andere Jerseys immer mal wieder im Angebot. Alles, was ich hier benutzt habe, den Schnitt von J&J Fadentanz, habe ich euch auch auf der Themenseite verlinkt und die findet ihr unten in der Beschreibung. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüssi!